Puma ist zurück und zwar mit dem Evo Speed SL und dem neuen Look Gelb-Blau. Der Look unter anderem getragen von Reus & Co. Zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass die Konstruktion erhalten geblieben ist. Das heißt, der Evo Speed SL kommt mit leichter Mikrofaseroberfläche, die besonders dünn ist und dafür sorgt, dass das geringe Gewicht des SL zum Einsatz kommt. SL steht dabei für Superlight und da sind die Schuhe wirklich auch. Die SL kommen wieder mit Speedframe-Konstruktion. Man sieht es in der Mitte sehr gut. Innen drin ist ein Gitter angebracht, das das Mikrofasermaterial trägt und dabei für die Stabilität innerhalb der Schuhe sorgt, gerade auch im seitlichen Bereich hier, dass man gut fixiert ist und die Schuhe wirklich gut halten. Neben der Speedframe oder Speedframe-Konstruktion kommt im unteren Bereich auch Speedtrack wieder zum Einsatz. Speedtrack ist die Sohlenkonstruktion, die halt erlaubt, dass das Gewicht der Fußballschuhe so weit reduziert worden ist, dass es ein Schuh ist, der für absolute Profis gedacht sind, die einen Schuh suchen mit maximaler Traktion und einem besonders geringen Gewicht. Und dafür ist auch die Speedtrack-Sohle verantwortlich. Wie immer kombiniert runde Nocken und lamellenförmige Nocken. Damit hat man das Beste aus beiden Nockengenerationen. Und mit dem FG wirklich eine Waffe, wenn man besonders leichte Fußballschuhe sucht. Die EvoSpeed SL richten sich ganz klar an Profis und an Spieler, die leichte Schuhe suchen. Wenn ihr dabei seid, einen Spielertyp wie Marco Reus und einen eher schmal geschnittenen Schuh habt, erhaltet ihr mit dem EvoSpeed wirklich eine besonders leichte Konstruktion. Sehr hochwertig und jetzt endlich auch in einem besonders auffälligen Farbdesign mit großem Puma-Schriftzug vorne drauf. Was haltet ihr vom Evo Speed SL? Lasst es mich wissen. Nehmt die Kommentare.